Ich heiße Annette und ich bin Redakteurin bei Spirit. Ja, und Spirit ist seit jetzt 5 Wochen komplett ins Homeoffice verlegt. Wir haben da schon ziemlich früh mit angefangen und zum Glück ist das ja auch für Redakteure erstmal gar nicht so schwierig. Wir brauchen für unsere Arbeit einen Computer, Internet, natürlich auch ein paar Bücher und ab und zu andere Menschen, aber wir können das schon ganz gut machen. Und so konnten wir eigentlich direkt weiterarbeiten und sind da gar nicht groß erstmal eingeschränkt gewesen. Aber die Einschränkungen kamen natürlich ganz schnell, denn Spirit lebt ja nicht nur von dem, was wir in den Köpfen haben oder lesen, sondern ganz doll auch von anderen neuapostolischen Christen, von anderen Menschen, von Interviews, Gesprächen, Roundtable-Diskussionen. Wir wollten gerade auf eine größere Interview- und Reportagetour gehen, als uns Corona in die Quere kam. Ja, und mussten dann andere Artikel einplanen, Sachen rausschmeißen, die wir eigentlich gern gemacht hätten, Interviews schriftlich führen oder per Videokonferenz. Aber so geht's auch. Was wirklich ein tolles Erlebnis für mich war und mich auch wieder mal bestärkt hat in meiner Arbeit: Wir legen die Titelthemen für unsere Spirit-Ausgaben immer ungefähr 1,5 bis 2 Jahre vor Erscheinen der Ausgabe fest, weil wir immer ein ganzes Jahr oder 2 Jahre auf einmal planen. Das heißt, wir haben 2018 festgelegt, dass die Spirit 3 im Jahr 2020 das Thema Einsamkeit haben wird. Das ist die Ausgabe, die im Mai erscheinen wird und an der wir im Februar und März und jetzt bis in den April rein gearbeitet haben. Da war von Corona noch gar nichts zu sehen und zu hören und jetzt passt das Thema einfach perfekt zu der momentanen Situation und wir konnten einige Fragen dazu und auch Aktionen, die jetzt Geschwister machen, einfach ins Heft integrieren, als hätte das Thema genau zu diesem Zeitpunkt auf uns gewartet. Spirit kommt zum Glück weiterhin zu den Lesern. Da sind wir der Kirche total dankbar, den Bezirksaposteln. Denn wir haben uns schon gefragt, wie das wohl wird, wenn die jetzt sich bei den Verlagsbeauftragten die Hefte stapeln und die Geschwister nicht drankommen. Wir hatten schon angefangen, viele haben angefangen, sie in den Gemeinden zu verteilen, zu den Leuten zu fahren. Aber jetzt ist es ja so, dass sie zu jedem Einzelnen nach Hause geliefert werden. Und wir hoffen sehr, dass es dem einen oder anderen vielleicht eine kleine Aufmunterung gibt, einen kleinen Trost, einen kleinen Gruß, dass man doch nicht ganz allein ist, dass auch wenn jetzt kein Gottesdienst sein kann, dass man da etwas findet in einem Heft, was einem vielleicht über den Tag hilft oder über den nächsten Tag. Deswegen machen wir unsere Arbeit auch nach wie vor gern und hoffen einfach, dass wir da an unserem Platz einen ganz kleinen Beitrag leisten können dafür, besser durch diese Krise gemeinsam zu kommen. Ja, viel Spaß, freut euch auf die nächste Spirit. Wir hoffen, ihr habt Freude damit und schickt uns eure Anregungen auch gerne. Und kommt gut durch die Zeit. Tschüss!